unterschiedlichsten Missverständnisse darüber, wie hoch der Puls eines Biathleten ist. Um damit mal aufzuräumen, habe ich hier meinen kleinen Freund dabei, meine Pulsuhr. Und die zeigt uns, wie es wirklich ist. Hier an so einem Anstieg ist natürlich der Athlet besonders gefordert. Da habe ich in meiner aktiven Zeit meinen Puls schon mal so an die 190 rangekriegt. Jetzt, ich bin ein bisschen außer Training. 179 ist aber auch nicht schlecht. Hier auf den Geraden ist es nicht ganz so anstrengend für den Athleten. Er gibt natürlich alles, aber die Schrittfrequenz ist doch eine geringere als am Anstieg. Auf der Strecke ist nicht nur die Kraft, sondern auch der Kopf gefragt. Beim Biathlon muss man ständig abwägen, wann man Vollgas gibt und wann Zeit zur kurzen Erholung ist. In den Abfahrten geht der Puls runter, aber die Konzentration bleibt hoch, sonst droht ein Sturz. Und die Kondition muss bis zum Ziel reichen. So, und jetzt der Schießstandanlauf. Hier lässt man es etwas ruhiger angehen, aber nicht um den Puls runterzubekommen, sondern um sich einfach ordentlich zu konzentrieren, die Windsituation wahrzunehmen, um dann alles richtig zu machen. Jetzt geht es darum, möglichst schnell in Anschlag zu kommen, die Atmung etwas zu beruhigen, um dann natürlich gut zielen zu können. Aber es darf natürlich auch nicht zu lange dauern, weil der Puls geht immer weiter runter. Es wird immer schwerer, einen Treffer anzubringen, weil er wird hart. Man spürt jeden Schlag und das Wackeln überträgt sich auf die Waffe. Ende Schießen, 141. Also kein Ruhepuls, sondern gerade noch im unteren Rahmen. Die Faustregel mit 170 Pulsschlägen zum Schießstand. Mit 160 schießen, mit 150 wieder raus. Wichtig ist die ruhige Atmung zwischen den Schüssen. Dass wir mit hohem Puls schießen können, liegt nicht daran, dass wir meditieren oder Atemübungen machen. Wir trainieren hart dafür, dann klappt das.